Wir gucken uns noch ein weiteres Video von Bertram an. Bushcraft Trip, Snow Tippy, Pine Tea Wilderness, Reindeer Skin Cooking Meat. Es ist auf jeden Fall im Schnee. Und er hat wieder nur sein kleines Leinenhemd da an. Und der guckt immer so freundlich. Ist euch das mal aufgefallen? Vor allem hat er da einen Fellschlafsack? Zwei Felle zusammengenäht zu einem Sack? Schläft auf einem Fell und hat ein Fell als Kissen. Alter, mega. Der Pott auch viel zu geil. Hier so ein geschmiedeter. Dicke Socken an. Irgendwelche gefühlt selbstgenähten Lederstiefel. Was ist das für Schuhe? Geil. Feier ich. Hockt da einfach im Schnee, ey. Ja, ihm scheint auf jeden Fall warm zu sein. Ja, gibt's hier erstmal ein paar Totalen vom Schuhe zu binden. So. Was hat er jetzt vor? Vor allem in so einer Umgebung muss doch erstmal geil trockenes Feuerholz finden, ne? Also es geht schon. Aber ist nicht ohne. Ist das eine Jacke? LOL, einfach ein Fellponcho. Hä, wie geil. So, jetzt macht er den Gürtel an und macht den dann oben drüber. Einfach John Dean oder wie er heißt. Hakt er das davon ein. Ah, das habe ich in einem anderen Video gesehen, wo er diesen Gürtel da geschmiedet hat. Ne, hieß der John Dean? Ich habe doch keine Ahnung. Irgend so ein Typ von Game of Thrones. Wegen Fell und so. Einfach Eiszapfen. Alter, geil. Ich hätte es hart gefeiert, wenn er den jetzt abgebrochen hätte und dann einfach so in der nächsten Szene lutscht er das Ding einfach wie so ein Eis. Okay, aber mit dem Shot zeigt er quasi die Kälte. Er symbolisiert die Kälte. Das Feuer wirkt jetzt auch noch nicht so richtig geil, ne? Das Holz ist da irgendwie gehackt, aber auch, ja, man sieht hier, der Kern ist schön trocken. Aber hier außen drum ist es auch schön siffig hier, die ersten 2 cm. Na, mal gucken, ob das hier nochmal richtig durchzündet oder eher so ein Rauchfeuer ist. Ach, Flamme ist auf jeden Fall gut da. Erstmal Teechen. Mit seiner kleinen Kuxa da. Die Rinde müsste erstmal weg. Da ist gar keine Rinde dran gewesen. Kurze Info übrigens, weil das manchen Leuten immer nicht so ganz so bewusst ist. Für diese Szene stand die Kamera schon da. Das heißt, der ist hier irgendwie hingelatscht, hat die Kamera aufgestellt, ist bis dahin gelatscht, ist dann wieder hingelatscht zur Kamera. Wisst ihr, was ich meine? Also diese Art von Videos, die er macht in diesem Stil, sind rein vom Drehen her ultra aufwendig. Naja, klar. Er läuft jetzt da erstmal zu diesem Ding. Und er will mir erzählen... Also die Hose ist doch klitschnass, Alter, oder? Die ist doch sofort durch. Boah, was eine Aufnahme, Alter. Zieht euch einfach mal nur dieses Bild rein. Ich weiß nicht, ob er so fühlt wie ich. Aber hier geil, du siehst einfach die Spiegelung im Wasser, du siehst im Hintergrund noch das Tippi bewölkt. Oh. Da fröstelt es mich gleich mal so ein bisschen. Weil holt er jetzt einfach nur... Ah, super.
Mit seiner Kuxe da Wasser und trinkt das wahrscheinlich direkt, oder? Nee. Hä? Ja, klar. Einfach mal eine Trinkaufnahme. Lockt der damit jetzt Fische an oder was macht der? Oder wollte er wollte nur seine Kuxa sauber machen? Oder er wollte einfach nur eine geile Aufnahme haben. Wie er durch den Schnee läuft. So, die Schuhe. Ich weiß gar nicht, gut, Lederschuhe, ob das dicht ist, nicht? Keine Ahnung. Na, ja, aber das Holz hat sich jetzt gut hier gebrannt, ne? Ja, beim Eingießen klappt auf jeden Fall. Haha, geil! Ich bin gespannt, ob jetzt halt bei diesem Video auch irgendwelche Bauprojekte drin vorkommen. Also, weil das Tippi steht ja jetzt schon. Gut, das war wahrscheinlich irgendein anderes Video. Aber, naja. Okay, er baut das Tippi hier weiter. Aber das Tippi wird er, fällt mir gerade ein, wahrscheinlich schon ein paar Tage vorher mindestens gebaut haben, weil da liegt ja Schnee drauf. Weißt du? Außer hat jetzt über Nacht geschneit. Falls er mehrere Tage jetzt unterwegs gewesen sein sollte. Gute Kiefer hier am Start. Oh, jetzt zieht er mit der Axt los, Freunde. Jetzt geht's ab. Oh, das wird sein Ziel sein. Das wird jetzt erstmal unten leicht entastet. Ah, ein Krückstock. Ah, ne, er guckt, ob er da stehen kann, wahrscheinlich. Ja, okay. Ja, clever. Erstmal einen Schnee runter machen. Und dann in den Schnee reinhocken. Ah ne, er fällt gleich. Er wird doch nicht entastet. Oh, da war's eine Axt. Ah, da hat er jetzt zwei neue. Und die macht er jetzt da dann fest. Ja, ob es das jetzt so richtig gebracht hat, weiß ich gerade nicht. Aber gut, das wird schon Sinn und Zweck haben, wenn der Bertram das macht. Er lächelt immer so, oder? Fällt euch das auch auf? Der guckt die ganze Zeit immer so lieb und lächelt. So richtig zufrieden. Was schon so ein bisschen ins Psycho. So. Erstmal ein Stück Fleisch. Und das wird jetzt in die Glut gelegt. Ich sag's euch. Und gleich kommt der Wolf um die Ecke. Sorry.
einfach auch mal sein, Freunde. Er kann nicht die ganze Zeit immer klöppeln. In dem Video ist er auch einfach mal nur da. Er ist einfach mal da, trinkt was, macht Feuer, fällt noch mal zwei Bäumchen und isst jetzt erstmal ein bisschen Fleisch. Oh, das ist eine schöne Aufnahme. Die gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Irgendwie sehr stimmiges Bild. Finde ich geil. Sorry. So, dann kleinen Tee. Diesmal geht doch nichts daneben. Fleisch und Tee. Er lacht, weil er immer die Kamera aufstellt und dann extra dafür alles neu macht und das amüsiert ihn. Das könnte sein, ja. Aber lieber nochmal die Schuhe ein bisschen sauber machen. Der Schlafsack, der ist wirklich der Hammer. Der ist wirklich richtig geil. Oder? Guckt euch den mal an. Wie geil ist das Ding denn bitte? Geil. Krass. Er schläft einfach im Fell. Und erstmal noch eine Runde pennen, ich fühl's. Ja. Gut, es ist jetzt halt auch mal nicht so viel passiert in dem Video. Aber trotzdem war es irgendwie schön. Es wurde ein bisschen Fleisch gemacht, es wurde ein bisschen Tee gekocht, es wurde an See spaziert. Zwei Bäumchen gefällt, bisschen Erde reingestopft. Das reicht manchmal auch fürs Feeling. Und dann jetzt aber ab nach Hause, schöne heiße Dusche und entspannen. Ich muss sagen, rein landschaftlich könnte das hier, ne? Das, rein landschaftlich jetzt, das könnte auch, das kann easy Deutschland sein, ne? So klassisch, bisschen Kiefern. Das sieht jetzt gar nicht so typisch irgendwie nach Dänemark, Schweden oder Nordisch aus. Ja, da sind wir jetzt künstlerisch mal unterwegs hier. Ein flackerndes Bouquet. Thanks for watching. Ich glaube, dass sowas im Winter auch mega hart ist, vor allem, weil er nicht viel zum Thema Nässeschutz hat. Ey, absolut. Daumen nach oben, Freunde. Ja, gönnt euch. Gönnt euch auch die anderen Videos, sind noch ganz viele auf dem Kanal. Einfach nur geilen Scheiß.